Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum ersten Futures Handel mit dem Still Trader Webinar im neuen Jahr. Und was sich nicht verändert hat, ist der Referent. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr einige Termine mit Heiko Behren zusammen veranstalten können und freue mich, dass er für uns die Zeit gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und ja, auch hier, bevor ich an den Heiko den Bildschirm übergebe, müssen wir einmal kurz über den Risikohinweis sprechen, denn auch in diesem Jahr dient diese Veranstaltung nur zu Informations- und Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig davon, was uns heute Heiko zeigt. Denn am Ende müssen die Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja? Gut. Dann, lieber Heiko, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Jo, danke. So. Ja, dann auch erstmal wunderschönen guten Tag von meiner Seite. Wie gesagt, Heiko Behrendt, mein Name bekannt, steht ja auch da auf dem Bildschirm. Und ja, was erwartet euch in diesem Webinar heute? Und zwar möchte ich einen kleinen Ausbildungsanteil machen. Mache ich eigentlich immer ganz gerne, dass das auch Mehrwert für euch hat. Und dann vielleicht direkt gleich mal schauen, wie, sorry, direkt mal schauen, wie dann das Geschulte sich vielleicht sogar im Chart anwenden lässt. Ich fokussiere mich hier vorwiegend auf das Future Trading, denn FX Flat ist ja der erste deutschsprachige Broker, der das Future Handel im MetaTrader 5 und natürlich mit der tollen Kombination des StereoTrader anbietet. Wer gerne das mal probieren möchte oder wer zum anderen auch, ich habe gerade hier so einen kleinen Frosch im Hals, ich muss mich mal kurz räuspern, ich mache mal hier. Da bin ich wieder, jetzt hoffen wir mal, dass das ein bisschen besser geht. Wer sozusagen gerne zum Thema kurzfristiges Trading mit FX Flat und im Future-Bereich das Ganze mal ausprobieren möchte und vielleicht gerade dabei ist, auch ein Konto zu eröffnen, der kann das gerne über meine Seite tun. Denn nein, wir waren bis jetzt ruhig. Denn wie gesagt, ich habe jetzt gerade meine Homepage neu gestaltet und hier über FX Flat habt ihr die Möglichkeit bei einer Kontoeröffnung oder wenn ihr bereits Kunde seid, durchaus ein kostenfreies Erstgespräch und wenn ihr wollt, sofern ein Coaching zustande kommt und wenn halt nicht, ist auch nicht so schlimm. Zumindest hättet ihr eine Coachingstunde mit mir halt frei. Ja, so jetzt hoffe ich nur, dass die nicht die ganze Zeit bohren wollt, dann wird es echt anstrengend für mich. Und wie gesagt, hier ist auch noch mal einiges dazu geschrieben. Also wenn euch das interessiert, dann geht hier über die Partnerseite von FX Flat. So, ich Baust kopiere du das um? an. Ja, bei uns im Haus wird renoviert, sozusagen, also in dem Haus, wo mein Büro ist. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem. Und die waren bis jetzt ruhig. Und das ist halt immer so, wenn jetzt jemand auszieht, wird gerade dort renoviert, wird immer alles neu gemacht. Und das ist halt extrem nervig. Ich habe mal was, ich könnte was versuchen, damit es vielleicht nicht ganz so störend ist. Ich habe noch ein Mikrofon, was ich mir an mein, oder wenn ich ganz nah rangehe, dann, wenn ich ganz nah rangehe, dann sind eigentlich die Umgebungsgeräusche fast ausgeblendet. Ja, ich probiere das mal, dass ich hier ganz nah an das Mikro rangehe. Ich hoffe, dass es dann sozusagen nicht ganz so laut ist. Gut, dann ja, gehen wir mal rein in das Thema. Also wenn es euch nervt, also wenn es zu laut ist, dann sagt Bescheid, weil dann würde ich maximal, könnte ich noch auf mein Lavalier-Mikrofon, was direkt dann am Hals wäre, noch umstöpseln. Das wäre noch eine Möglichkeit, ja. Gut, geht schon, kein Problem, alles klar, gut. Dann gehen wir mal rein in das Thema Ausbildung, vielleicht bohren Sie auch noch ganz kurz. Skype-Trading im Nasdaq.
möchte ich mal ein bisschen vorstellen. Der Nasdaq ist, wird ja bis jetzt bei den Tradern von oder Partnern von FXFlat ja noch nicht wirklich so ins Auge gefasst. Ich habe hier auch sonst immer im Future Trading gerne den S&P gezeigt, aber der S&P ist für mich zurzeit unhandelbar. Den Dow, den besetzt ja schon der Dirk Hilger und auch im DAX gibt es ja hier den einen oder anderen Spezi. Also von daher im Future Trading bei den Amis durchaus auch mal der Nasdaq Future Einblick wert. Und letzte Woche, nicht letzte Woche, beim letzten Webinar mit FXFlat habe ich ja schon auch das Future Trading mit dem Nasdaq einfach mal vorgestellt, wie ich das handhabe, also wie ich meinen Bildschirm dort aufgebaut habe. Gehen wir mal rein, um überhaupt zu wissen, was denn der Nasdaq ist und wie der Future da gestrickt ist, habe ich das mal für euch hier vorbereitet. Und zwar haben wir einmal den Mini-Nasdaq-Future, das Kürzel ist NQ. Und ein Tick sind 0,25 Punkte und bedeuten damit 5 Dollar pro Punkt sind da festgesetzt. Oder wenn man in Punkte es gewohnt ist zu rechnen, dann sind also 4 Ticks ein Punkt, entspricht 20 Dollar. Aktuell steht der Nasdaq derzeit bei 12.800 Punkte. Wenn ich das mal 20 Dollar multipliziere, komme ich auf einen Kontraktwert von 256.000 Dollar. Das heißt also, man sieht schon jetzt durch diesen rasanten Anstieg der letzten Monate, auch im letzten Jahr, dass der Kontraktwert schon recht teuer geworden ist. Hier sind nochmal, ist nochmal die Margin hinter aufgelistet von FX Flat, Intraday Margin für einen Kontrakt 1.600 Euro. Da seht ihr, welchen Hebel ihr fahren könnt, wenn man jetzt mal die 256.000 Dollar, ich mache es jetzt mal 1 zu 1, wie gesagt, ist auf alle Fälle keine Empfehlung durch 1.600, ja, hättet ihr einen Hebel von 1 zu 160, könntet ihr ausreizen. Ja. Jetzt nicht sinnvoll, aber nur damit man weiß, was gehen könnte. Also, dass man zumindest auch über einen Hebel von 1 zu 20 drüber kommen würde. Overnight steigt dann die Margin um das Zehnfache auf 16.000. Das ist 21 Uhr unserer Zeit immer. Und Kosten für einen Trade sind 7,80 Euro. Da das recht teuer ist, haben sich die Amis vor etlichen Jahren mal den Micro-Future, ja, ist mittlerweile schon etliche Jahre, den Micro-Future eingeführt und der Micro-Nasdaq-Future hat das Kürzel MNQ und ist am Ende genau ein Zehntel des großen, also des Mini-Nasdaq-Futures und damit eigentlich auch eine gute Alternative, vielleicht um auch da in dieser Art und Weise mal sein Trading, ja. Vielleicht ist es ja genau der Markt, der einem liegt. Ja. Zu dem Markt als solches werde ich gleich noch was sagen. Die Kosten hier pro Trade liegen bei 1,80 Euro. Das heißt also, man ist hier denn doch schon eine Ecke teurer und deswegen sollte man, sagen wir es mal so, die Volatilität im Nasdaq ist schon recht hoch, sodass es sich auch durchaus im Mikro lohnt zu handeln. Am Ende kommt es sicherlich ganz klar immer auch auf die Kontogröße drauf an, ob man sich gewisse Sachen leisten kann oder nicht. Also ich selber bin eher der Typ, dass ich halt mit drei Kontrakten gerne trade. Das heißt, bei drei Mini-Future-Kontrakte liege ich da bei einem Hebel von 750.000 Dollar und das ist mir persönlich bei der Volatilität, also wie gesagt, für mich persönlich halt einfach zu hoch. Ja. Für andere Leute wäre es genau das Richtige von der Schwankung hin und her. Ja. Aber für mich wäre es zu hoch und deswegen gehe ich halt lieber auf den Mikro. Kann da viel besser skalieren, ja, also wenn man es jetzt vom Kontraktwert mal sieht, ja, in 25.000 Dollar Schritten, 25.000, 50 und so weiter und kann das da einfach das Ganze dort so handeln, ja. Die Frage ich weiß jetzt nicht, wie der Spread im Nasdaq bei FX Flat ist, im CFD, also die Frage ist hier nach dem Unterschied zum CFD, der Vorteil ist am Ende im Hebel. Ja. Aber auch da ist es wieder, kommt es wieder auf den Trader als solches drauf an. Wie gesagt, ich kann hier mit dem Hebel von über 1 zu 20, was ja die Beschränkung im CFD ist, handeln, wenn ich das möchte. Wie gesagt, man muss dann wissen, was man tut. Für mich hat es den Vorteil, ich brauche nicht so viel Geld aufs Konto legen, wie wenn ich da im CFD handle. Und ich habe halt den Vorteil noch, dass ich halt auf einem echten Limit halt handeln kann, also theoretisch ohne Spread halt handeln kann. Ja, in einem CFD, da habe ich auch schon mal ein Webinar dazu gemacht.
Da könnt ihr einfach auf meinen YouTube-Kanal gehen und da ist entsprechend das auch nochmal der Unterschied zwischen dem Limit-Trading und dem CFD-Trading, wo ich immer den Spread bezahle, einfach nochmal auch da dargestellt. Ja, genau. Der Gut. Spread ist ein Punkt. Gut, ein Punkt. Ja, okay. Wenn wir jetzt hier im Nasdaq einen Punkt haben, sind 4 Ticks. Wir werden es nachher im Nasdaq sehen. Da, wenn es gut läuft, haben wir nur 0,25 Punkte Spread. Ja. Und klar, man muss die Kosten dann auch noch in den Spread mit runterrechnen. Also es macht natürlich nur Sinn, wenn man irgendwo im Mikro-Future auf 4, 5 Punkte geht oder vielleicht auch mal 10 Punkte. Ja. Also Minimum sowas in der Drehe. Klar, ist nicht immer möglich, aber das wäre das. Wir werden es ja gleich nochmal sehen und ihr werdet auch gleich sehen, wie extrem schnell der Nasdaq ist, damit er vielleicht auch mal ein Gefühl dafür bekommt. Ja. Also ich mache vor und ihr könnt dann sagen, ach du grüne Neune, absolute Katastrophe der Markt. Oder manche stehen ja auch da drauf, dass der Markt auf extrem schnelle Märkte und dann kann das vielleicht genau die Alternative auch für euch sein. Ne? Wie gesagt, also am Ende müsste ja jeder seine Entscheidung selber treffen. Dann ist es so, dass der Nasdaq anders als der Dow anders gewichtet ist. Ich habe hier mal die aktuelle Gewichtung der Top 12 Werte. Also wenn man die Top 12 Werte des Nasdaq 100, beinhaltet 100 Werte, zusammenfasst, dann ist es so, dass man bei 12 Werten über 50% des Index abgebildet hat. Aus dem Grund habe ich dann auch im Aufbau meines Trading-Bildschirms diese Einzelaktie mit dabei. Also jetzt so die Google-Aktie habe ich jetzt nicht zweimal mit dabei, sondern habe sie gedanklich ja, doppelt einfach da drin. Und ja, da sieht man mal, schwerster Wert ist Apple und Tesla ist über die letzten Jahre natürlich sehr stark nach oben gerutscht. Ja, jetzt mittlerweile mit 5%. Und ja, genau. Deswegen sollte man durch, oder was ich halt finde, ist, dadurch, dass wenn jetzt eine Apple-Aktie sich extrem stark bewegt, dann hat das einen deutlicheren Einfluss auf den Markt jetzt als eine kleine Aktie und wenn diese, ich sage jetzt mal, die Fangaktien, ja, die wir dort haben, Facebook, Apple, Netflix, Google und Netflix, Google, Fang, Apple, Amazon meine ich noch, genau. Ja, also wenn man die einfach dort hat, dann hat man halt, und die gehen in eine Richtung, dann hat man auch einen guten Überblick über die Tendenz im Markt halt, ja. Gut, wenn ich jetzt, wenn mich jemand fragen würde, beschreib doch mal den Nasdaq in, wie du ihn findest, ja, dann würde ich Folgendes antworten. Ich würde sagen, also der Markt ist halt extrem schnell und ruppig. Also es gibt manchmal Zeiten, da hat man keine 10 Sekunden Zeit zu überlegen, weil wenn man nur 10 Sekunden überlegt hat, kann es sein, dass der Markt 20 Punkte woanders steht und dann wird das Ganze, wer da lange für eine Entscheidung braucht oder hofft und betet, ja, der ist in dem Markt sicherlich nicht richtig aufgehoben. Wir werden ja noch sehen, wie schnell das Ding halt mal dann gleich ab 15:30 Uhr loszuckt. Ja. Als Beispiel mal eine 1-Minuten-Kerze von zum Beispiel 10 Punkte kann durchaus innerhalb von 3 Minuten, also oder innerhalb von 1 Minute eine Strecke, also diese Strecke dreimal laufen. Das heißt, wenn man jetzt die Strecke aufsummieren würde, was der Markt in 1 Minute dann an Strecke gemacht hat, dann wären das vielleicht 30 Punkte oder manchmal sogar mehr oder ja, also sowas in der Dreher. Also das ist manchmal schon brutal, dass man denkt, was geht denn hier ab? Und deswegen nutze ich zum Beispiel auch noch einen Tick-Chart und ich habe jetzt kein Bild dazu gemacht, aber wir werden es ja nachher sehen. Und es ist echt manchmal brutal. Man denkt, man ist Ewigkeit im Markt drin und dabei ist gerade mal 1 Minute rum und dann hat man da irgendwie 3 Trades gemacht innerhalb 1 Minute. Wenn man vielleicht mit einem TP von 5 Punkte arbeitet und denkt, krass, was geht denn hier ab? Ja. Also kann alles passieren. Dann ist es oftmals so, dass auch der Mik, also der, nicht der Mikro, sondern der ganz normale Future oft sweept. Also sweepen heißt, dass er innerhalb einer einzigen Millisekunde durchaus mal 3, 4, 5 Punkte schnippt. Ja.
Das heißt, wir werden auch, ich habe noch eine andere Plattform mit Footprint vorbereitet, damit man mal so einen Sweep, wenn der kommt eigentlich jeden Tag, dass man das einfach mal sieht, wie die Kontrakte dort laufen, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt. Das muss man wissen, aus dem einfachen Grund, wenn man einen Stop hat, hat man auf alle Fälle Slippage. Und wenn man halt hier mit der Limit Pullback arbeitet, dann kann natürlich, wenn so ein Sweep passiert, man richtig, also richtig gut nach vorne kommen. Also manchmal zieht es dann den Markt dann gleich, je nachdem, wie hoch die Volatilität ist, vielleicht 5, 6 Punkte durch die Kante. Und man kann gar nicht so schnell gucken. Manchmal gefühlt sehe ich gar nicht, was passiert ist. Und der Stereo Trader hat es für mich dann ja, umgesetzt. Ja. Ja, also wir werden es ja nachher sehen. Mal sehen, ob es halt auch so ein Wohlertag ist. Ich selber bin jetzt noch nicht wirklich viel zum Traden gekommen hier im Future. Von daher habe ich jetzt die letzten 2 Tage am Nachmittag wenig reingeschaut in den Future. Genau, deswegen also bei Ausbrüchen, bei Stop-Runs aufpassen halt, wenn man einen Stop-Loss dorthin setzt, wo typischerweise man seinen Stop hinsetzt, kann es sein, dass man halt genau in so einen Sweep gefangen ist und vielleicht dann 2, 3 Punkte mehr an Stop-Loss kassiert. Liegt einfach auf Grundlage dessen, wie ist meine Order, also welchen Stellenwert hat meine Order innerhalb oder welche Reihenfolge oder Rangfolge oder Wertigkeit hat meine Order. Ja. Und seid immer so, es kommt erst als die erste Order ist die Market Order, dann kommt die Stop Order und dann kommt die Limit Order von der Wertigkeit. So, wenn jetzt einer mit einem Market Trade mit einem Schlag so viel Kontrakte kauft, dass er den Markt 5 Punkte bewegt, und währenddessen da drinnen liegt meine Stop-Loss-Order, dann wird meine Stop-Loss-Order danach ausgeführt und die Limit-Orders werden halt auch nur ausgeführt, wenn sie halt angehandelt werden. Klar, die Limit-Orders, die da drinnen liegen, werden ja durchgehandelt. Ja. Dann haben wir oft auch starke Rückläufe innerhalb eines Impulses, was halt mega nervig ist, wenn man doch mal versucht, eine Strecke zu erwischen. Also das kann extrem nerven, bringt mich auch regelmäßig zur Verzweiflung. Sowas wie man im DAX gerade sehen, ja, dieses neues Tief machen und dann Ewigkeiten wieder hoch, ja, das nervt halt ungemein. Aber es gibt halt auch die Tage, da rennt das Ding halt so stark, ja, dass man, wenn man da dagegen short geht, kommt man auf alle Fälle ganz wenig bis gar nicht nach vorne und wird halt permanent überrannt. Also da muss man auch aufpassen. Und ganz auffällig und typisch, und das ist auch gerade so ein aktuelles Zeichen vom DAX. Ich habe das heute in der, wer vielleicht auch in der Stereo Trader Gruppe ist, vom Dirk Hilger, da habe ich das heute reingeschrieben, bei der, ne, bei den Trades, in den Thread von den Trades oder in dem Stream von den Trades, da habe ich das Ganze nochmal heute, habe ich ganz viele Antworten untereinander geschrieben und da ist auch ein bisschen Ausbildungsanteil mit dabei, dass wir vor allem die Richtungsänderung so über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze haben. Und das ist auch so eine Besonderheit. Darauf muss man sich einlassen, weil das ganz klar dazu dient, wie man seine Stops platziert und dass es oft nicht sinnvoll ist, einen Stop über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze oder unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze hinzulegen. Macht so keinen Sinn. Ja. Ich habe euch hier mal so einen aktuellen, einfach jetzt mal pauschal so einen Verlauf mal mitgebracht vom Nasdaq im 5-Minuten-Chart. Und wenn wir jetzt hier das Ganze uns mal angucken, dann, ja, wo ist mein Zeichentool? Ach, da drüben. Was macht denn das da drüben? Dann seht ihr hier vor allem zum Beispiel so als starker Rücklauf, ja, mal dieser Bereich hier. Ja, so. Das heißt, der Markt fällt hier nach unten, fällt durch sein Tief durch, ja, fällt sogar unter das Tief der letzten 5-Minuten-Kerze drunter, dreht dann nach oben, die nächste auch komplett hoch. Ja, so fast komplett neutralisiert. Also wenn man hier irgendwo hier short drinne ist, muss man halt einen Rücklauf bis auf Null oder sogar ins Minus in Kauf nehmen und dann, und das ist ja das Fiese, wenn ich euch das Ganze mal jetzt so da zeigen würde, nämlich wenn man da mal was auskraut, machen wir das Ganze mal und zwar, wir grauen das hier mal aus. Jetzt wisst ihr zwar ja, wie das Bild ja läuft, aber
Wenn ich das jetzt mal hier weglasse, dann bekommt man ja hier vielleicht dann trotzdem schon die Panik, dass, ach du Scheiße, wir haben hier eine Umkehrkerze, eine weiße Kerze. Und da könnte man ja vielleicht auch vermuten, dass der Markt dann hier mit der nächsten Kerze einfach so weiter nach oben steigt und ein Reversal macht. Ja. Kann ja auch passieren, ist ja nicht ausgeschlossen. Und das Allergemeinste ist, wenn man vielleicht dann doch über dem Hoch dieser 5-Minuten-Kerze seinen Stop-Loss zieht, wo auch immer man halt davor Short gewesen war, ja, und zieht hier seinen Stop-Loss darüber, um dann nachzuerkennen, dass die Kerze über dem Hoch abverkauft und die nächste Kerze dann wieder runtergeht. Und dann wäre auch hier sein Stop-Loss wieder an der Folgekerze zu eng nachzieht. Ja, auch hier geht der Markt erstmal über das Hoch der 5-Minuten-Kerze drüber und dann entsprechend wieder runter. Ja, und der Markt ist halt auch dafür gemacht, dass er halt gerne bei sowas hier da das Hoch rauszieht, hier die Tiefs rauszieht, hier nochmal. Ja, und trotz alledem aber hier nicht direkt weiter fällt, wie man es vielleicht hier vermuten könnte, sondern halt hier nochmal die extra Runde drehen muss nach oben. Und auch hier über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze nochmal drüber und dann doch wieder runter, ist halt alles nicht ganz so schön. Wenn man sich damit angefreundet hat, ist es natürlich durchaus manchmal schon richtig cool, wenn man dann hier oben als Beispiel einen Short Trade eingeht und ist eigentlich am Top halt drinne, ja, und kann dann die Strecke dann doch mitnehmen, ja. Das werden wir dann nachher sehen, wie sich der Markt da heute verhält und da gibt es schon starke Verläufe auch hier. Ihr seht das auch hier, das Tief hier wird um einen Tick rausgenommen, ja, kann man sogar als Box-Setup traden, was ich oftmals ja mache. Und dann seht ihr auch hier der Rücklauf und ich glaube, der Nasdaq steht jetzt wieder hier oben. Ja. Also komplett das, was runtergelaufen ist, wieder zurückgekauft. Und deswegen, ja, Scalp Trading ist da hier wirklich das Mittel der Wahl, würde ich jetzt mal sagen. Zumal das sieht hier alles noch relativ einfach aus. Was man halt nicht sieht, ist, wenn ich hier als Beispiel mir einfach euch das mal zeige, wenn ich jetzt hier eine lange ich zeichne es einfach mal rein. Als Beispiel, ich würde sagen, das ist jetzt eine 1-Minuten-Kerze. Ich mache sie mal richtig breit. Und egal, wie die jetzt läuft, von wo die halt anfängt, aber es kann halt sein, dass die Kerze, dass die halt so läuft, dann, ja, und hin und her und dann hier hoch und dann doch wieder da unten schließt, um dann halt für sich hier rauszugehen. Also so kann durchaus eine 1-Minuten-Kerze ablaufen und wenn man dann das hier sieht, sind es vielleicht hier 10 oder 15 Punkte. Manchmal sind es auch nur 5 Punkte. Aber wenn man da dabei sitzt und sieht, wie das hoch und runter flattert, da möchte ich persönlich, also man muss einfach schnell sein, ja. Und ob mir das heute gelingt, keine Ahnung, ob ich jetzt da so ein paar Trades abfeuere oder nicht. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ja. Ja. Genau, das soweit zum Nasdaq und vielleicht ist es für den einen oder anderen im Markt. Genau, und man muss halt Nerven haben, ja. Also es sollte, die Positionsgröße sollte wirklich so groß sein, dass man einfach auch frei klicken kann. Also ohne, dass man jetzt, also ich finde es manchmal halt ganz gut, weil ich nicht ins Nachdenken erst komme, sondern ich kann einfach gewisse Szenarien abhandeln, weil wenn wir uns ja einen toten Chart anschauen, dann denken wir ja auch manchmal, ach hier, da hätte ich hier einen Trade gemacht und dort einen Long und da einen Short und was auch immer. In den Gedanken ist das ja von der Zeitabfolge nacheinander. Was man ja oft vergisst, ist ja, das, was ihr hier seht, ist ein 5-Minuten-Chart und das bedeutet, dass die Kerze 5 Minuten lang Zeit hat, sich zu entscheiden. Wenn das aufgrund der Schnelligkeit des Marktes halt mehrfach abgespult wird oder öfters passiert, dann muss ich da nicht lange dran rum nachdenken und kann halt entsprechend dort handeln. Und von daher ist es für mich manchmal besser, in diesem Markt zu handeln, sofern eine gewisse Struktur vorhanden ist und dass ich einfach sagen kann, los geht's. Und was halt interessant ist, manchmal, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Struktur habe für mich, und ich handle dann hier diesen Trade, gehe hier oben in Short rein, ich tue das jetzt nur mal idealisieren und plötzlich innerhalb von 10 Sekunden knallt das so massiv runter, ich bin 10 Punkte vorne, das sind also $20 mit einem Mikrokontrakt, ja, es wären $200
Und dann ist das ist halt so richtig brutal. Also es ist und das finde ich halt irgendwo halt auch gut, ja, weil ich brauche da nicht lange entscheiden. Was mich halt annervt ist, wenn ich zum Beispiel zwei Kontrakte drinne habe, stelle einen glatt mit 10 Punkte und dann kommt halt der Rücklauf wieder hier hoch, um dann halt doch wieder zu fallen. Das ist halt dann wieder nervig, weil ich dann den anderen halt dann, ja, ich muss mich ja trotzdem schützen vor, falls das Ding auf der anderen Seite rausgeht. Ja, dann gibt es halt relativ wenig. Und manchmal kann man gar nicht so schnell überlegen oder denken und muss halt einfach handeln. Und einfach nur handeln ist manchmal halt auch ganz gut. Nicht immer, aber durchaus. Wir schauen uns das jetzt gleich an. Wir haben jetzt noch 4 Minuten und ich zeige euch mal meinen Nasdaq-Bildschirm, den ich hier eingerichtet habe. Ihr seht jetzt nicht alles. Ich mache mal hier alles auf. Ich habe den Bildschirm, ich habe 3 Monitore nebeneinander. Aber hier seht ihr nochmal einfach links, habe ich hier entsprechend die Einzelwerte, also Apple, Microsoft, ne, nach der Gewichtung Amazon, dann hier Tesla, Facebook und Google. Es geht mir einfach nur darum zu schauen, driftet jede Aktie in eine unterschiedliche Richtung oder sehen wir halt ein bisschen einen Konsens dahingehend, dass man sagen kann, okay, sich alle hier die Top 3 Werte sind gestern von einem ähnlichen Level aus alle gekauft worden. Also haben wir jemanden, der im Future halt das Ding halt hochgewuppt hat. Ja, und dass wir da vielleicht eine größere Order halt im Markt haben. Ja, und kann sich dann dazu eine Meinung bilden. Also ich analysiere jetzt nicht die Aktien so einzeln. Außer sie haben wirklich starkes Momentum, dann kann man mal gucken. Aber ansonsten geht es mir einfach nur darum, um die grobe Richtung. Mehr ist es jetzt nicht. Ja. Gut, dann sehen wir, in der Mitte habe ich den Nasdaq mit dem Volume Profile, mit dem 1- und 5-Minuten-Chart. Und hier sehen wir jetzt nochmal durchaus, wie der Markt so läuft. Und hier ist es vielleicht nicht ganz so schön, aber als Beispiel mal. Ja, ich mach mal hier den 5-Minuten-Chart only an und dann sieht man, was ich hier meine. Wenn wir uns hier nochmal anschauen, wie der Markt halt die Hochs und Tiefs dann rausnimmt und trotzdem nicht in die Richtung läuft. Ich markiere das mal. Also unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze die Longs zu gucken. Ja, also hier, ja. Und hier auch nochmal das Tief rausgenommen. Und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man hier unten den Long sucht und nicht da oben. Ja, kann sein, dass man halt 5 Minuten warten muss. Und wie gesagt, wenn die Richtungswechsel so abrupt sind, dann ist es halt wirklich so, dann kann es auch sein, dass der Markt ja sehr weit runterkommt. Also man sollte hier schon ein bisschen anders handeln, als man es vielleicht, ich weiß ja nicht, wie ihr handelt, ja, wie man es eventuell gewöhnt ist, ja. Ja. Und das halt so eine Möglichkeit. Genau, deswegen, also was ich jetzt nur als Beispiel wäre jetzt hier, wir haben jetzt gleich 15:30 Uhr und dann werdet ihr gleich sehen, wie das Ding gleich hier durch die Kante ballert, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und dann zeige ich euch mal, ihr müsst immer, also ich rechne halt immer 10 Punkte, $20. Das heißt, bis zur 12.900, ja, haben wir jetzt noch 10 Punkte hier. Und dann sind das $20 plus minus und dann kann er mal gucken oder auch nach unten. Und ich kann ja einfach mal hier so ein Feld machen mit 10 Punkte. Ja, ich weiß nicht, wie hoch die Volatilität heute ist. Ja, von 97,48, nur damit ich jetzt mir die 10 Punkte habe. Und hier eine 8 rein. So, jetzt geht's los. So, ja, so. Also seht das? Ja, so schnell kann man gar nicht gucken. Ja, und zack. Sind die 10 Punkte voll. Ne? So. Also ich habe jetzt hier genau 10 Punkte. Und da kann man ja mal gucken. Ja, das waren hier jetzt ja einmal 10 Punkte, also $20 oder $200, je nachdem, was man handelt. Ja, und jetzt könnt ihr mal gucken, ob die 10 Punkte nochmal komplett abverkauft werden oder ob es jetzt hier so weitergeht. Ja, und da bleibt halt kaum Zeit zum Überlegen. Also, wie gesagt, mir macht es durchaus Spaß. Also in der ersten Minute handle ich sowieso nicht, weil jetzt erstmal hier die Aktien reinkommen, die müssen erstmal gequotet werden. Und da handle ich ja eher selten. Aber
Ja, dann sollte man sich mal angucken, was so eine Kerze auch leisten kann. Also wir haben hier teilweise so um die 30 Punkte. Das heißt, 30 Punkte bedeutet ja dann $60, ja, für uns plus oder minus mit einem Mikrokontrakt, ja. Bei einem Minikontrakt sind 30 Punkte halt entsprechend $600 plus minus. Also da sieht man schon, was da möglich ist und das halt mit so einer entsprechenden Kerze. Genau. So. Dann habe ich noch die größeren Zeiteinheiten. Hier habe ich den Nasdaq 100 noch im 30-Minuten-Chart, um einfach zu sehen, wo wir hier stehen. Und dann hat man das Ganze hier unten, habe ich dann mal noch den Dow einfach mit offen. Man kann auch den da auch reintun, was man will. Ja, so. Genau. Das hier rechts ist frei. Hier kommt dann, das können wir uns ja dann später nochmal angucken. Dann der Nasdaq 100 rein als Tickchart. Ja, also hier das Dinge da. So. Und da können wir mal gucken, wie das Ding hier so läuft. Geht die Trompete auf. Ja, so. Genau. Ach so, dann für alle, die mit FX Flat hier handeln. Ich habe hier drinnen nicht das Level 2 vom Mikro, sondern ich habe hier das Level 2 vom Mini drinnen. Warum? Weil im Mikro das Ganze mich nicht interessiert. Das Level 2 ist ja ein Zehntel Volumen, sondern hier nur das vom Mikro. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie schnell hier der gerade wieder runtergesmasht ist. Ja. Und zwar, wo stellt ihr das ein? Ihr geht hier auf die Einstellung, geht auf die Stereo-Trader-Einstellung, geht auf Instrument. Und wählt als Volumenquelle NQH21 ist der aktuelle Kontrakt und wählt das hier entsprechend aus. Und dann habt ihr sozusagen, und das ist ja das Coole, das Volumen vom Großen im Kleinen. Genauso solltet ihr vielleicht den Mikro Dow oder den Mikro S&P 500 handeln, würde ich immer die Volumenquelle vom Mini anmachen. Also entweder vom YM ist das denn oder YM oder vom ES Mini. Würde ich das immer als Volumenquelle hier reinmachen und nicht das vom Mikro. Ja. Gut. Ja. So, das waren hier mal ganz schnell paar, hier 10 Punkte hin und her. Ja. Also, wie gesagt, ihr seht ja, wie schnell das geht. Und ja. Ja, und wenn man da jetzt ein bisschen überlegt hat, ja, der Markt einmal 26 Punkte hoch und wieder komplett retour, also nicht mal 5 Minuten Zeit gehabt, da sozusagen den Trade zu halten. Ja. Also, und deswegen ist das Scalping hier für mich das Mittel der Wahl. Klar, wer es anders macht, macht es anders, aber ich selber würde es nicht. Also ich möchte gar nicht, dass der Markt 26 Punkte zurückläuft und am Ende vielleicht der 5-Minuten-Kerze wieder oben steht bei 12.911 oder was auch immer. Ja, also das ist dann schon, ja, schon krass, ne? Also da seht ihr mal, wie das ablaufen kann. So, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, überhaupt einen Schluck Kaffee zu trinken hier. Erstmal mal tun. Ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, dann gerne her damit. Ja, und vielleicht noch etwas anderer Trading-Style von mir ist, weil der Markt halt so extrem schnell ist. Wir können das hier auch, ich kann das hier auch mal messen, wie viele Sekunden jetzt zum Beispiel dann so eine Bewegung hier von 12.904 bis 12.887, also irgendwie so gute 10, nee, 20 Punkte. Wie lange das hier gedauert hat für die 20 Punkte. Ja, und können wir mal kurz hier das Lineal anlegen. Habe ich das Lineal jetzt ausgewählt? So. Also von hier bis da hat das Ganze gedauert 12 Sekunden. Ja. Ja, 12 Sekunden, 15 Kerzen, 15 Punkte. Ja, so. Da weiß man, was halt abgeht, ja. Und was sind 15 Punkte? 15 mal 2 sind $30, ja, in 12 Sekunden plus minus, je nachdem, was man halt handelt, ja. Ja, und deswegen sollte man hier entsprechend da wirklich aufpassen. Ihr seht, wie gesagt, wie das sweept, ja, also diese plötzlichen in der Millisekunde, ja. Und da muss man halt Bock drauf haben, ja. Man muss da Bock drauf haben, dass man da sozusagen das, ja, so handeln möchte. Ja. Und hier ist es sogar teilweise so, das wäre jetzt eigentlich hier ein Long Trade, ne, unter dem Tief, ja, unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze. So, ich lege mal hier ein paar Limits rein. Mal gucken, ob der Markt hier nochmal runterkommt.
und dann wieder hochgeht, ne? Also wenn er jetzt so oben bei 12.900 ist, dann lösche ich das, dann will ich nicht nochmal das. Ja gut, jetzt kann ich ja schon löschen. Aber da seht ihr das. Das wäre natürlich jetzt ein cooler Trade gewesen, ne? Also hier zumindest mal 10 Punkte mitzunehmen. Oder 5. Ja. Aber nochmal runter und dann wieder hoch. Nee, das nicht. Aber das war jetzt eigentlich genau das Coole. Ja, schade. War ich ein bisschen gerade selber jetzt nicht. Ja, also hier unten unter dem Tief der Kerze den Long suchen. Ja, weil wäre jetzt natürlich Monster. Ob das Ding jetzt in 5 Minuten steigt, wie gesagt, ich würde meinen Arsch nicht drauf verwetten, sondern ich würde einfach das mitnehmen. Ja, mitnehmen, was geht. Man kann immer versuchen, einen laufen zu lassen. Ist okay, aber man muss halt aufpassen. Jetzt sind wir gleich wieder unten. Ja. Ja, und da seht ihr das. Um dieses Sweeping nochmal zu zeigen, können wir hier, habe ich vorbereitet extra, uns mal den 1-Minuten-Chart hier anschauen, dann könnt ihr das hier mal sehen. Wenn jetzt gleich eine neue, sieht man jetzt auch nur, wenn eine neue 1-Minuten-Kerze losgeht und wir dann mal so ein Spike sehen. Und dann sieht man das auch, dass auf einer Seite nur, ja, seht ihr das hier? So, warte. Ja, fast. Ja, also man sieht, dass der Markt manchmal, hier ist es jetzt nicht ganz so, ist fast noch zu langsam, also es ist schon mega schnell. Aber man würde dann sehen, die neue 1-Minuten-Kerze oder auch in der Minute, der Markt geht halt los und wir sehen dann nur auf einer Seite die Fills. Ja, also wir sehen dann nur, ich mache es mal hier gelb, auf einer Seite würden jetzt zum Beispiel, wenn der Markt so nach oben geht, würden hier nur Kauforder stehen und auf der linken Seite stehen erstmal null. Dadurch, dass der Markt so flattert, hier ist es, naja, auch so, naja, aber das passt schon, ja, dass der Markt halt mit einem Schlag dann halt so runterfällt und wir sehen auf der einen Seite, wo auch die Bewegung dann hingeht, dass wir dann da sozusagen durchsweepen. Ja. Vielleicht, ich weiß gar nicht, bei dem Volumetrik ist, glaube ich, 1 Minute das Kleinste. Wenn ich jetzt auf eine Sekunde gehe, ich glaube, dann wird das hier ein bisschen die Rechenleistung einfach zu sehr beansprucht. Ja. Aber das ist halt das, was ich meine. Also ja, da kommt man ja mit dem Auge kaum hinterher. Und darauf muss man aber stehen, ja, dass der Markt halt hier einfach solche Moves halt macht, ja. Wem das gefällt, ja, ist es genau der richtige Markt. Wer da sagt, nee, Alter, lass mich damit in Ruhe, ist auch vollkommen okay. Ja, gut. Alright. Ja, also bis jetzt der Entry hier wäre unten gewesen bei 86. Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht wirklich eine Meinung zu dem Start hier. Hier habe ich im Übrigen, und das seht ihr ja auch, ja, wir haben jetzt hier 20 Punkte Vola irgendwo in dem Bereich und wir spulen das alles immer im Sekundenbereich hier ab. Und hier im 5-Minuten-Chart oder im 1-Minuten-Chart ist es dann schon. Je länger das geht, desto besser sieht man das, aber manchmal sieht man halt diese Struktur dann wirklich nur hier richtig gut so im Tick-Chart, ja. Aber selbst da ist es so, bevor ich das erkannt habe und vielleicht da irgendwo eine Limit-Order reingegeben habe, ist der Markt meistens schon weg. Was hier noch der Unterschied ist, ich habe jetzt hier mit Start 15:30 Uhr hier eingeblendet, so dass ich mir eine Überlegung machen kann, wie handelt der Markt hier ab 15:30 Uhr, ja. Genau. Ja. Also voll krass, ne? Jetzt hier reingesmasht. Ja, wieder ein paar Sekunden und jetzt wisst ihr ja selber, wenn wir jetzt uns hier das Ganze im 1-Minuten-Chart angucken, ja, dann hat er in der Minute ist der hochgelaufen, 23 Punkte und jetzt hier in der letzten Minute dieser 5-Minuten-Kerze haut hier das Ding hier voll Gas nach unten weg. Ja, so und ja. So ist es dann halt, ne? So, jetzt gucken wir mal, wie die 5-Minuten-Kerze. So, und damit ich jetzt nicht dauernd hin und her schalten muss, machen wir das Ganze so. Dann haben wir dahinter in Blau und in Braun die 5-Minuten-Kerze. Jetzt gucken wir halt, wie die weit das runtergeht. Und könnten hier überlegen, ab der 87 dann mal einen Long Trade einzugehen. Über der großen Order, habt ihr die große Order gerade gesehen, da auf der 78? Das wäre durchaus nochmal eine Idee. Also schon ziemlich reingehauen. So, ich klicke das auch immer alles, also den Markt klicke ich halt meistens Market.
Habt ihr es gesehen? Der holt sich nur diese großen Orders und geht da aktuell nicht wirklich durch. Also hier muss man ein bisschen aufpassen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, diese langen Striche. Manchmal war jetzt hier oben war zweimal ein langer Strich. Da hat sich der Markt so ein bisschen schwer getan. Muss man ein bisschen aufpassen. Also große Verkaufsorders, nicht, dass hier doch eine Verkaufsorder läuft und dann sollte man hier mitgehen. Ja, also hier müssen wir jetzt aufpassen in dem Bereich. Aber dennoch, wir eiern immer noch drumrum und es kann immer noch mal sein, dass wir hier trotzdem den Long halt kriegen könnten, ja. So, ich habe den Long jetzt mal drinne. Und zack, das war er. Das war der Trade. Also ich habe jetzt nur einen Kontrakt gehandelt. Ja. Das war er. Ja. Also vielleicht kann man manchmal gar nicht gucken, war jetzt halt ein Long Trade gewesen. Ja, also von da bis da waren 5 Punkte. Ja. Also ich habe TP 5 Punkte drin und ja. Wie gesagt, wenn man es halt mit mehreren handelt, kann man halt ja überlegen, ob man den dann, ob man den Trade dann halt der managt. Ne? So. Ich kann ja mal kurz hier in meine Dings gucken, was die Haltedauer war. Die Haltedauer war von 16:41 22 Sekunden bis 16:41 25 Sekunden. Also 3 Sekunden. Ja. Gut, also hier sind wir jetzt nur noch mal dran gelaufen, geht wieder runter. Was mir halt hier nicht gefällt oder worauf wir jetzt mal gucken werden, ist im 30-Minuten-Chart, was hier unten halt passiert. Also am Tief der 30-Minuten-Kerze da. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ja, der Dow, der geht ein bisschen höher. Was auch zurzeit auffällt, ist, dass wir so auch ein bisschen Umschichtung haben. Ja, ein bisschen Umschichtung haben zwischen also Old Economy, wenn man so möchte, also Dow-Werte und Nasdaq. Also oftmals sind jetzt die Techs derzeit minimal schwächer. Und man merkt so manchmal, habe ich das Gefühl, dass man rausgeht so ein bisschen aus den Techs und dafür, sei jetzt mal, den Dow eher kauft. Ja, aber das ist jetzt, wie gesagt, auch nur eine selektive Wahrnehmung und die wird sicherlich auch nur temporär stattfinden. Gut. Herzrhythmusstörung vorprogrammiert. Ja, klar, das kommt, also wie gesagt, deswegen zeige ich euch das ja. Man muss halt Bock drauf haben, ganz ehrlich, ja. Also es muss halt, wer es halt braucht und wer es aber nicht braucht, wie gesagt, ist ich vollkommen auch verständlich. Heute ist es, also ich muss sagen, jetzt aktuell ist es schon extrem wild, ja. Und auch da würde ich jetzt versuchen, es nicht zu übertreiben mit den Trades. Die Struktur ist schon recht hässlich, ja, das muss ich schon sagen. Aber wie gesagt, es ist ja auch, es soll ja auch nur eine Möglichkeit sein, ja. Nelson, wie sieht es eigentlich mal aus mit Demo-Trading im Future? Kann man sowas nicht mal? Ja, aktuell noch nicht möglich, aber ist natürlich ein Thema. Ich kann aber jetzt keinen Zeitpunkt jetzt nennen. Ja. Genau, also klar ist jetzt, also wenn das ausprobiert wird, ist so machen, nehmt euch 500 € und sagt, okay, ich beobachte erstmal den Markt und dann traut man sich vielleicht im Mikro das mal zu handeln und handelt dann halt da, hier, da und dort und dann ist es okay, ja. Aber ansonsten jetzt einfach hinsetzen und morgen den Plus, weil ich habe jetzt ein YouTube, Quatsch, ein Webinar von FX Flat gesehen mit Heiko Behrendt, der hat da den Nasdaq gescalpt. Und der Nasdaq macht da schön Tabula Rasa. Da mache ich das auch. Also wirklich sich hinsetzen, mal eine Woche mindestens das Ding einfach mal jeden Tag nur gucken, zu schauen, was halt passiert im Markt und versuchen mitzudenken, wie würde man es dann halt handeln. Ja, und dann, also die Vola, die ist beim Nasdaq konstant hoch. Ja. Geht das auch mit dem CFD-Nasdaq? Also da ist es natürlich so, mit dem CFD-Nasdaq kann man es genauso probieren. Ja? Also mit 0,1 CFD oder geht auch 0,01 bei euch im Mini? 0,01, glaube ich, geht auch noch. Könnt ihr das natürlich auch probieren? Ich sage jetzt mal, bei der Volatilität, die wir hier haben,
ist es ja schon so, dass eigentlich jetzt ein Punkt, sozusagen ein Punkt jetzt nicht, ne, dass jetzt ein Punkt an Spread bei der Volatilität durchaus auch zu vernachlässigen ist, ja. Ja, das meine ich damit. Das ist dann, wenn Sie mal kurz durchdrehen. Ja, also abgefahren, ne? Aber wenn man hier mit dem TI-Stop arbeitet vom Stereo-Trader, ist das manchmal ein Wahnsinn, wie der TI dann sozusagen hier in so einem Tick-Chart das Ding dann einfach nachzieht, ja. Ja. Schade, wäre natürlich cool gewesen, wenn er zumindestens jetzt unten das Tief nochmal rausgeholt hätte. Was halt auch auffällig ist, und das seht ihr bereits hier zweimal, ist, dass ungefähr, dass das ist auch so ein typisches Thema vom Nasdaq, kommt nicht immer vor, aber dass die Bewegung immer mit neuer 5-Minuten-Kerze startet. Am besten, also es gibt durchaus auch Bewegungen, wo das Ganze direkt, also wo es gar keine Lunde gibt. Also hier gibt es ja eine Mini-Lunde, ja, aber es gibt halt auch Bewegungen, da gibt es gar keine Lunde, sondern einfach nur neue Kerze und am besten die Kerze, die entweder um halb oder um drei Viertel oder Viertel. Jetzt haben wir genau ja 15:45 Uhr gehabt. Das heißt, das hier ist die neue Beginn der neuen 15-Minuten-Kerzen. Und da hat man oftmals oder des Öfteren dann genau ab dem Punkt die Bewegung. Passiert auch im DAX, könnt ihr auch mal darauf achten, dass die 5-Minuten-Kerze ohne Lunde, ohne Docht manchmal genau der Beginn einer 15-Minuten-Kerze ist im Chart. Hier kommt gerade die Frage im CFD, im Nasdaq nur eins. Habt ihr einen kleineren? Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich den CFD nie gehandelt habe. Aktuell noch nicht. Alles klar, gut. Ja, okay. So, also, das war jetzt mal wieder so ein Monster-Push hier von 30 Punkte. Ja. So, wenn das jetzt eine Order sein sollte, also ein bisschen was geht, dann kann man sogar unter dem Tief der 1-Minuten-Kerze long gucken. Also ich würde jetzt nicht da oben raufspringen. Das ist halt auch so, da muss man sich wirklich da am Riemen reißen, dass man da oben nicht reinspringt, weil wäre das mal, klar, es kann jetzt direkt halt weiterlaufen, aber das Problem ist halt einfach, wenn ihr da oben rein seid und die nächste 1-Minuten-Kerze geht komplett runter, also hier scheint irgendwas passiert zu sein, also irgendwie Attacke hier am Markt. Dann habt ihr da ein Problem. Echt krasse Kerze hier. Also ziehen alle Werte, schnipsen hier nach oben. Die Tesla ist kurz unter das gestrige Range-Tief gefallen und zieht hier ziemlich steil auch an. Also hier haben wir viele Werte mit einer V-Formation jetzt drinne. Also mal gucken, ob es jetzt hochgeht. Also ich habe jetzt gerade kein Newsfeed offen. Ja. Also ich habe gerade was über Boeing gelesen, dass die irgendwie irgendeine Anleihe da untergebracht haben oder was auch immer. Vielleicht hat es damit was zu tun. Ah, schade. Also richtig cool wäre gewesen, der Fokus lag ja hier im 30-Minuten-Chart auch auf dieses Tief der letzten 30-Minuten-Kerze. Das wurde leider nicht erreicht. Das ist ein bisschen schade. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Aber ihr seht, welche Möglichkeiten ihr hier habt, um zu handeln. Ja, also die Kerze hier, wie gesagt, jetzt mit 40 Punkte in 4 Minuten. Also wie gesagt, wenn man es mal erwischt, ist es cool. Ich erwische meistens eher nicht aus dem einfachen Grund, weil ich immer nie weiß, wann der Markt halt wieder komplett die 1-Minuten-Kerze abverkauft. Und ich habe schon mal so, es gibt Tage, da habe ich so oft versucht, dass ich 2 1-Minuten oder 3 Minuten am Stück in eine Richtung erwische. Hat nie geklappt, ja, und so Apple-Aktie hier V gemacht. Hier oben ist die Tesla, Facebook, Google zieht nach oben weg und Amazon hier, die sind direkt ab Start der weggezogen. Und jetzt sehen wir hier ein bisschen Powerplay, also da ist auf alle Fälle eine Order am Markt drin, hier zumindest bei denen, sei es bei Amazon und bei Apple, scheint hier drin zu sein. Und ja, so. Wenn man so eine Order jetzt so unterstellt, ist halt die Frage, wie lange läuft die? Und hier wird es jetzt so schwer, weil bei so einer Order ist es halt oftmals so, dass der Markt halt, ja, wie gesagt, nur wenig zurückkommt und wir jetzt
trotzdem nicht am Hoch reingehen sollten, sondern immer gucken. Also wenn man jetzt hier unbedingt den Long haben will, würde ich immer versuchen, hier irgendwo Long zu gehen. Also im unteren Drittel, so einer Minute. Wenn der Markt halt einfach so schnell zieht, dass es da nicht hingeht, dann entweder lässt man das Ding laufen oder man sagt sich als Beispiel, ich handle ja sowieso mit drei Kontrakten, ich gehe hier oben mal einen rein, falls wirklich der Markt halt wegzieht und dann bin ich halt mit einem dabei und lasse mir zumindest die Chance offen. Und falls der Markt doch runterkommt, kann ich ja Kontrakt 2 und 3 oder 4 und 5 oder wenn man mit 10 handelt, was auch immer man handelt, kann ich ja die Position dann aufbauen, ja, wenn ich das möchte. Aber prinzipiell, ich renne jetzt der Bewegung hier nicht hinterher, weil ich hätte es, wenn dann hier unten machen müssen, ja. So, und hier unten ist es aber für mich halt nicht der Fall gewesen. Und von daher läuft das jetzt hier erstmal ohne mich. Ja. Gut. Ansonsten vom Verlauf hier, so wie ich es jetzt hier habe, ist es eigentlich auch ganz gut gelaufen. Also die Unterstützung hier und jetzt hier das Ganze weg. Und wie gesagt, Start der Bewegung hier, ihr seht das unten mit der Uhr, so ziemlich genau 15:45 Uhr. Ja, ging das Powerplay jetzt los und da seht ihr jetzt hier auch im Tickchart, da läuft das ab. Und da ist es jetzt so, hier könnte man jetzt hergehen und das könnte ich dann sagen oder überlegen, wir haben jetzt einen Ordermarkt von mir aus, dann kann man überlegen, ob man den Trend in diesem Tickchart halt hier handelt. Das heißt also sozusagen auf dieser Mikroebene halt tradet, weil wenn die Orders wirklich gut laufen, dann ist auch die Struktur im Tickchart sauber. Das heißt, wir haben hier nur flache Konsolidierung, was ich jetzt bei 31 wäre denn schon vielleicht das Tief zu Ende oder Maximum halt bis zur 27. Ich halte mal hier kurz das Bild an, dann kann ich euch das mal ganz kurz zeigen. Also man könnte jetzt hierher gehen und sagen, okay, wir haben jetzt einmal hier dieses lokale Tief oder wir gehen halt bis an das Hoch. Maximum sollte es halt bis darunter gehen. Und je nachdem, wie stark halt diese Bewegung, das Momentum ist, wird der Markt nur bis hierhin gehen und da wieder steigen oder er fällt bis auf den letzten Punkt 2 in einem Trend und steigt dann oder er nimmt halt in der fiesen Variante nochmal dieses Tief raus. So, das heißt, im besten Falle habe ich, wenn er es ganz gut macht, mit dem Einstieg bei 35 bereits dann einen guten Entry oder ich kann halt bis runter zur 20 dann Limits reinlegen und überlegen, gut, wenn danach der Move nochmal höher geht, dann ist es okay. Nachteil der ganzen Geschichte ist halt, und deswegen bin ich da wirklich vorsichtig, der Nasdaq ist so ein Typ von Powerplay, 10, 15 Minuten und dann halt auch komplett Retour. Deswegen muss man halt hier überlegen, wie stark man so eine Order halt jetzt sieht aber ich sage jetzt mal, auch selbst wenn der Trend nicht weitergeht, man kommt oft genug eigentlich raus. Also zumindest bei der Volatilität zieht es immer noch mal an, so dass man auch dann sieht, okay, da könnte man hier vielleicht dann, so, jetzt hätten wir hier bis jetzt genau diesen Punkt, die 27 hier erreicht. Ja, das könnte jetzt hier durchaus dann nochmal ein Punkt sein. So, jetzt muss ich aber hier mal im Gesamtkontext gucken. Jetzt sind wir hier an dem lokalen Hoch dran gewesen, also hier oben. Ja, ein Long jetzt zu traden ist schon auch, ja, da muss ich wirklich davon ausgehen, dass wir hier den Ausbruch hier sehen durch das Overnight Hoch, ne? Also durch die 35 hier. Ja. Aber prinzipiell wäre, wenn Long, dann hier unten bei 30 bis 27. Ja, und vielleicht da nochmal eine Idee, damit man eine Vorstellung hat. Ich halte das Bild auch nochmal an. Wie gesagt, soll ja auch ein bisschen Ausbildung sein. Also solche Hochs sind ja oftmals im Minutenchart zu sehen. Und da könnt ihr durchaus sowas euch hernehmen, auch im Ein-Minuten-Chart. Und was wäre dieses Hoch? Das ist dann das Top einer Ein-Minuten-Kerze. So, und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt ja hier so einen Tickchart nicht offen. Und wenn ihr den Markt lang genug beobachtet, dann werdet ihr hier sehen, ich kann ja gar nicht so schnell reden, wie das hier jetzt läuft hier. Dann seht ihr hier, dieses Hoch, was ich euch eingezeichnet habe, ja, ist dieses Minutenhoch. Und dann seht ihr hier, dass der Markt auf sowas manchmal das wirklich nur antickt und dann geht es weiter. Ja, so, und zwar hier auch, ne? Also, wie gesagt, wenn man den Markt einfach mal so in einem laufenden Impuls ist das oftmals eine gute. Also tiefer geht es manchmal gar nicht, ja. Wenn es so aussieht, also dieses Hoch ist gleichzeitig dann dieses Tief. Ne? Da muss man halt aber wirklich unterstellen, dass das halt ist. Also dass das jetzt so ein extrem starker Impuls halt ist. Ja.
dann kann man das probieren, dort reinzukommen. Ja, und ihr seht ja einfach, die Möglichkeiten in so einem Markt hier sind wirklich vielfältig. Sollte der Impuls vorbei sein, dann, was müsste man jetzt hier über dem Hoch dann eher suchen? Hier eher die Shorts. Ja, also wenn man es jetzt auf eine 1-Minuten-Chart die Struktur handelt, wäre jetzt hier oben eher die Shorts und hier unterhalb der 27 nochmal die Longs, wenn es so ein bisschen hin und her eiert. Ja. Right. Ja, also krasse Volatilität. Und jetzt gucken wir mal, ob der Markt hier anhält. Die Tesla ist nicht wirklich mit hochgekommen. Die verkauft wieder ab, könnte den Markt wieder runterziehen, aber da die Impulsrichtung ja schon auch eher long war. Aber es kann halt auch sein, und dessen sollte man sich vor Augen halten, ist, dass wir hier oben in den Widerstandsbereich reinlaufen der letzten beiden Tage, wenn man so möchte. Ja, so dass man hier auch überlegen muss, ob man hier wirklich da oben noch die Longs halt sucht. Ja, also im Kontext der großen Zeiteinheit oder der größeren Zeiteinheit. Ja. So, also wenn Sie es gut machen, dann schließt die Kerze am Ende der Minute oben, sodass die nächste Minute direkt weitergeht. Würde ich mal vielleicht gucken. So, und ihr könnt ja auch mal gucken, wie oft die Kerze manchmal zwischen schwarz-weiß wechselt oder wo sie ganz bullisch weiß ist und dann doch wieder schwarz. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob Sie hier das Hoch der Minute rausnehmen. So, noch einen zweiten Kontrakt drin. Fallen wir hier unter das Tief dieser Kerze, dann wäre ich dann auch relativ schnell wieder draußen. Ja. So, noch einen dritten drin. So, wenn die Kerze jetzt nicht oben schließt, dann bin ich auf alle Fälle gleich flat. Weißt du, schnell kann ich gar nicht sagen, dass ich hier flat wäre. So, jetzt nochmal gucken Richtung Entry. So, jetzt habe ich das Problem, dass es gleich nach unten weg sweepen könnte. So, jetzt letzter Point ist das hier. Das wäre jetzt das Tief der Minute, was wir abgeholt hätten. Wenn es jetzt so hoch geht, wäre es okay. Wenn die Kerze oben schließt, aber ein paar sind ja noch. Ja, man sieht jetzt schon, dass der Druck hier so ein bisschen nach unten ist. Ah, gut. So, bin ich raus. Also, was man jetzt hier gesehen hat, ist, dass die in der Minute nicht geschafft haben, das oben zu halten und dass innerhalb der Minute es immer am Ende der Minute halt wieder runterging. Ah, so, jetzt gucken wir mal, ob sie es jetzt nochmal schaffen mit der Minute. So. Ja, gut. Und. Ah! Wieder nicht. 30 Sekunden sind halt 30 Sekunden, ne? Ach. So, jetzt gucken wir mal als letztes hier unter dieses Tief nochmal, wenn Sie das Tief dieser letzten 5-Minuten-Kette, jetzt muss die Minute halt hochgehen, wenn die jetzt nicht hochgeht, gut, dann jetzt macht auch die Tesla macht gerade ein neues Tagestief, ja, das wird jetzt natürlich hier für mich eine ganz enge Kiste. Ja, da muss ich jetzt raus. Wäre jetzt noch der Point of Control hier, aber der VWAP meine ich. Ja. Mal sehen, ob ich den. Jetzt gucken wir mal, vielleicht ihr seht das ja jetzt, wenn die Kerze oben wäre, jetzt hochgeht. Ja.
Jetzt muss die Minute aber oben schließen. So ein bisschen was rausstellen hier. Das wäre jetzt ganz gut, wenn es jetzt so läuft. Ja, das nehmen wir. Und zack. Ja. Noch vier drinne. So, wenn die nächste Kerze auch wieder hochgeht, dann sind wir gut dabei. Aber wie gesagt, ist jetzt hier nicht das Gelbe vom Ei. Noch ein bisschen was raus. Also, falls es schnell wird. Die Tesla, die rutscht zu sehr nach unten hier. Ja, fuck. Raus. Also ich sehe das hier auf der linken Seite hier die Tesla da, die macht die Biege nach unten. Ja, und deswegen habe ich jetzt den Trade rausgeschmissen. Ja. Also dagegen wird sich die jetzt nicht wehren können. War auch ganz gut. Wie gesagt, am Ende war es okay. Die Minute hier und ja, ihr seht jetzt, dass das Momentum hier dann doch auf der Verkaufsseite ist, nachdem der Markt hier so hochgegangen ist. Haben die Werte alle wieder umgedreht und jetzt muss man das Ganze dann auf der Rückseite abwickeln. Er war jetzt ein bisschen doch recht heftig. Die Reaktion war zwar da, aber ihr habt jetzt gerade gesehen, ja, 20 Punkte einmal hoch und die nächste 1-Minuten-Kerze hier 30 Punkte runter. Ich hätte es vielleicht ein bisschen schneller zumachen können, weil ich einfach gesehen habe, dass die Tesla hier, ja, der oben das Tief erreicht und da brauche ich eigentlich nicht länger drin bleiben. Und dann, ja, muss ich da halt raus. Ja, schade. Gut. Ja. Also hier war es halt jetzt ein bisschen doof gewesen, dass immer zum Ende, also während der Minute der Markt halt ja 6, 7, 8 Punkte gestiegen ist hier, wo es die 1, 2, 3, 4 Kerzen in Folge runterging. Ja. Worauf man sich jetzt vielleicht hier fokussieren kann, wäre, wenn die Tesla zum Beispiel anhält, einen Rücksetzer macht, dann kann es sein, dass es hier ganz schnell wieder 20 Punkte hochgeht und darauf könnte man dann überlegen, dass man denn da drauf handelt. Ja. So, ja. Oh, das waren jetzt 119 Euro. Ja, 119 Euro verloren. Ah, schade. Aber gut, es ist jetzt für mich jetzt 119 Euro ist jetzt okay. Ja, das ist okay. Also das weiß ich, das kriegst du ja, am Ende kann man das in einer 5-Minuten-Kerze auch wieder raushandeln. Das ist jetzt bei der Volatilität jetzt nicht das Problem. Ja. Gut. Dann, ja, also wir haben jetzt auf alle Fälle eher, das Momentum hat jetzt gewechselt. Wir haben hier oben den Widerstandsbereich. Der Markt drückt hier dann doch zunehmend rein. Die Einzelwerte haben doch umgedreht und hier ist es jetzt so, hier würde ich jetzt unten, also hier wäre es jetzt so, dass man wahrscheinlich eher mitgehen sollte. Ja, also wir sehen hier die Kontinuität auf der Unterseite und ich sag mal so, die nächste Reaktion kann man wahrscheinlich erst hier unten erwarten. Und deswegen würde ich jetzt hier auch, müsst ihr jetzt überlegen, macht es vielleicht sogar Sinn, einen möglichen Short hier zu handeln aufgrund dessen, weil die Werte alle hier langsam abkippen und neue Tiefs machen, macht sogar Sinn, hier mit dem, also das gerade eben, was aufwärts ging, jetzt nun als Abwärtstrend zu handeln. Und dann kann man hier auch mitgehen. Und wie gesagt, dann wäre es im Nasdaq so, dass oben der Widerstandsbereich gehalten hat und jetzt wäre dann die Unterseite halt. Ja. Nichtsdestotrotz kann es sein, so wie vorhin gerade eben hier, dass man in der, ich werde trotzdem mal mit einem Trade hier noch handeln. Da kann man trotzdem versuchen, nochmal hier, vielleicht, ich bin jetzt mit zwei Kontrakten long. Und dass, wenn der Markt halt mal kurz zurückkommt, dass man trotzdem ein paar Punkte macht. Was jetzt hier der Fall ist, so ein raus. So 30 Sekunden ist natürlich eine extrem lange Zeit im Nasdaq. So, wenn es die Kerze,
Worauf jetzt zu achten ist, wenn es die Kerze nicht über das Hoch dieser letzten Minute schafft, dann muss man das Ding hier kitten. So, ich hab einen zu kurzen TI drin. Schade, da bin ich schon wieder raus. Es waren jetzt 2 mal 9 Euro hier gerade gewesen. Jetzt nochmal, klar, zu 119 ist nicht viel. Jetzt könnte man gucken hier, ob hier der Markt über das Hoch drüber wirklich drüber schafft, über die Minutenkerze oder das halt wieder abverkauft. Ja. Aber prinzipiell haben wir jetzt das Tief der 5-Minuten-Kerze unterschritten, gehen wieder hoch. Das Thema, was ich ganz am Anfang der Ausbildung hier gesagt hatte. Aber ihr habt es ja vorhin gesehen, es ging nur 1 Minute hoch und dann halt wieder runter. Genau. Ja, jetzt sind wir hier gleich am Tief. Also ich gehe davon aus, dass wir hier eher schon den Druck auf der Verkaufsseite haben, so dass man hier gucken sollte, vielleicht, dass man durchaus auch einen Short vielleicht hinkriegt durch das Tief. Ja, wir sind aber jetzt schon auch relativ tief. Ja, muss man jetzt überlegen, ob man das bereit ist. Man sollte nichts darauf geben, dass der Nasdaq, der hat hier zwar eine Kerze hingelegt von 54 Punkte, aber glaubt mir, ich habe auch Tage gesehen, da holen sie sich die 54 Punkte oder holen sich halt 40 Punkte wieder und fallen dann halt erst runter. Ja, also das ist ja noch nichts ausgemachte Sache, dass das Ding hier so durchgeht. Ja, also dessen sollte man sich hier bewusst sein. So, hier hat man gerade eine größere Order und da versucht jemand auf alle Fälle die Shortsätze hier mal mitzunehmen. Weggehandelt. Ja. So gesehen war der natürlich jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, aber da die Minuten oder die 2 oder 3 Minuten zu halten, das ist denn schon. So, die Tesla zieht jetzt hier wieder mega an. Da, der Rest bleibt noch unten. Und hier muss man jetzt mal sehen, wie der Rest dann sozusagen sich verhält. Ne? Also wenn jetzt hier, die Apple hat so gesehen ja immer noch einen Aufwärtstrend. Ja? Und das sind sozusagen die beiden Parts. Ja? Wenn jetzt die Apple sozusagen, wenn die jetzt so laufen, das heißt, halt, so. Wenn das jetzt hier so läuft, dann geht der Nasdaq natürlich hoch. Wenn das hier sozusagen, aber das hier bleibt, ja, trotzdem in dem Rücksetzer steigen ja beide Werte. Also der steigt, weil er Trend macht und der steigt, weil er einen Rücksetzer macht. Dann wäre es halt trotzdem so, dass der Nasdaq halt relativ weit hoch geht, bis dann halt vielleicht mal als Beispiel die Apple kommt an ihr hoch. Fängt dann an zu fallen am Hoch, fängt sie wieder an zu fallen, macht einen Doppelhoch. Die Tesla kommt nur bis an ihr lokales Tief ran, fängt dann an zu fallen und dann würde ich hier wieder drauf gucken, wenn die 5-Minuten-Kerze oben schließt, dass die neue 5-Minuten-Kerze drüber geht und dann würde ich versuchen, so mitzukommen. Ne? Also das heißt, wenn wir jetzt hier so eine 5-Minuten-Kerze dann hätte, so, und dann kommt die neue 5-Minuten-Kerze, dass die dann halt hier irgendwie drüber geht und dann im besten. Das hier mal kurz wegradieren. So. Ja. Dass hier die neue 5-Minuten-Kerze drüber geht und dann aber am Ende hier so runterfällt. So im besten Falle. Ja. So, und dann würde ich dann hier gucken, dass man da oben über dem Hoch dieser Kerze den Short reinkriegt und nicht hier unten den Short. Also, wie gesagt, macht er mehr Sinn zu gucken. Es muss nicht zwingend aufgehen. Also da oben den Short zu gucken, als hier unten den Short zu gucken, ist auf alle Fälle lukrativer. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie das Ding läuft. Ja, ganz ehrlich. Gut, ja, dann war es leider jetzt nichts. Also wie gesagt, 104 Euro Verlust sind jetzt hier entstanden. Aber das ist alles im Rahmen des Erträglichen und das lässt sich auch noch umhandeln. Und bei der Volatilität wichtig ist, dass man sich hier nicht an der Nase rumführen lässt, sondern dass man halt guckt, dass man halt sein System halt durchhandelt. Das Box-Setup hier ist doch am Ende gut durchgelaufen, muss man jetzt so sagen. Und ja, auch hier trotzdem fies, ja, also die Kerze eine schwache 1 Minute und dann das Tief abgeholt und dann doch wieder hoch. Ja. So, jetzt stehen wir wieder fast da, gleich vorerstanden. Auch nicht schlecht, ne? So, aber trotzdem, es bleibt dabei. Wenn man hier Short sucht, dann achtet man darauf, wie dieser, klar, wenn es jetzt komplett durchballert nach oben, weil alle denken, das war jetzt wieder das Tief gewesen, dann ist hier oben, also alles, was hier in diesen Bereich reinfällt, ist dann als Short Trade zu sehen, weil wir aufgrund unserer Herangehensweise ja wissen,
so wie auch es da oben passiert ist, dass über dem Hoch, na gut, hier ging es nicht wirklich übers Hoch, aber dass man halt über dem Hoch dieser darüber die Shorts sucht, falls es dann doch wieder runterfällt, ja. Genau. Ja, also das Einzige, was jetzt der Fehler hier war, ist die Reaktion oder das hier abzuwarten, diese 1 Minute mit 36 Punkten, das war halt ein bisschen too much. Ansonsten war es halt okay gewesen jetzt. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier, also 1 Minute hoch und mal sehen, wie die nächste runterläuft. Darauf achten, was passiert hier am Tief, also unterhalb der 12.897. Haben wir die Trendbewegung oder baut sich der Rücksetzer aus bei der Tesla, dann wäre hier unten sogar dann später mal sogar Long möglich. Ja, muss man überlegen, wie man das für sich handelt. Was halt ein bisschen schade ist, ich hätte ja gerne, und das haben wir jetzt nach unten nicht erreicht, ich hätte ja gerne mal gesehen, dass wir hier jetzt so ein Tief dieser 30-Minuten-Kehrzeit rausnehmen. Das wäre für mich ein bisschen besser gewesen. So, jetzt mal gucken. Ob wir jetzt hier wieder bei den Einzelwerten den Trend aufnehmen, dann würde ich hier durchaus nochmal gucken, ob man den Short wirklich nochmal reinbekommt. Ja. So, also bis jetzt hält das hier. Also wichtig wird sein, was ich nicht sehen möchte, ist, dass der Markt unter die 97 drunter läuft und dann halt nach oben weggeht. Ja. Jetzt gucken wir mal hier, wie die Minute, die Reaktion hier kommt. Wenn es halt nach oben geht, dann wäre ich jetzt erstmal nicht mit dabei, würde ich erstmal zugucken und wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten, aber jetzt sieht es gerade schon wieder eher, ja, ziemlich, das macht das Bild gerade nicht ganz so schön, dass wir hier eher zwei, drei Werte haben, die nach oben gehen und welche, die nach unten gehen, ja. Also Facebook ist jetzt gleich am Tageshoch dran und also nochmal hier diese Werte. Wenn man das einfach mal sieht, jetzt ist hier Facebook, was zieht, versus Tesla, die fallen, Apple hängt oben und da muss ich es halt so ein bisschen jetzt aufknuseln, das Ganze. Also wenn man jetzt mal nur den Bezug jetzt hernimmt zu diesen Hochs, ja, also hier das Hoch, da das Hoch, da ist hier bei Microsoft noch viel Platz, hier sind wir oben dran bei Amazon am Hoch, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier sind wir jetzt oben dran und bei Tesla, das ist halt die Aktie, die heute fällt. Aber da sieht man halt, da ist auch durchaus noch möglich, dass hier nach oben noch einiges geht, bevor es halt wieder fällt. Wenn jetzt die Hochs hier überall erreicht und überlaufen werden sollten, klar, dann sehen wir hier auch doch noch den Ausbruch nach oben. Ja, das muss man jetzt für sich dann halt überlegen, ja, ob der Markt das halt wirklich schafft, ne, oder ob wir an den Hochs halt genug haben. Naja, gut. Ja, dann hoffe ich, dass ihr, wir haben es jetzt nach 16 Uhr, ich habe jetzt hier keinen Trade gemacht, ich würde jetzt hier ein bisschen abwarten, bis sich der Markt als solches entscheidet. Hoffe trotzdem, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann. War jetzt nicht erfolgreich gewesen, da ich hier doch zu langsam war. Ich war hier zwar, glaube ich, bei einigen Werts plus minus null und so und kaum angefangen zu denken, war dann der Markt schon wieder tiefer. So dass ich hier in dieser Kerze leider nicht nach vorne gekommen bin. Und ja, danach, denn die Kerze war nochmal okay. Aber danach hier diese 30 Punkte runter, die haben natürlich ein bisschen gekostet. Können hier nochmal das Handeln anmachen. Da sieht man es. Also hier, da hätte ich einfach schneller das zumachen müssen, diesen Trade. Dann wäre es okay gewesen. Ja. Genau. Aber so ist schon okay. Gut. Ja. Dann, ja, hätten wir es soweit. Würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was zeigen konnte. Ja, dann überlegt, ob das der Markt für euch ist oder ob das halt ein Markt ist, wo er sagt, geht gar nicht mit der Volatilität. Wie gesagt, manchmal lässt sich der Markt auch technisch relativ einfach handeln. Manchmal ist er auch schwierig. Die Volatilität ist halt konstant hoch, so dass man halt hier entsprechend auch ja halt schauen muss, dass man damit auch klarkommt. Also es muss einem liegen einfach der Markt. Ja. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist das halt so. Wie gesagt, ihr könnt das ja auch mit einem CFD halt handeln.
Ja, ist ja auch eine Lösung. Jetzt, das wäre jetzt hier das Thema über dem Hoch. Ja, da muss man halt auch bereit sein, sozusagen, ja, das Hoch zu klicken oder hier zu klicken, 5, 6 Punkte mitnehmen und TP rein und wieder raus, vielleicht einlaufen lassen, falls die Kerze die Minute doch unten schließt. Ja, und dann hätte man, vielleicht kommt man dann bis ans Tief der 5 Minuten Kerze ja mit. Ja, also so, wie gesagt, kann man das versuchen, ja abzuspulen, das Ganze. Ja. Okay, dann bin ich trotzdem gespannt, wie das Ganze ausschaut. Und ich weiß gar nicht, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Wenn ich mal noch einen anderen Wert mir zur Brust nehmen soll, also außer den DAX und den DAU, dann sagt mir das. Dann kann man ja darauf auch mal eingehen und dann können wir ja auch so ein bisschen weitermachen an diesem mit dieser Art des Tradings und kann ich euch mal zeigen, wie das halt läuft. Genau. Gut. So. Bitcoin live im Future. Nee, das ist mir dann auch zu wild. Euro, US-Dollar wäre vielleicht, ja, das könnte man mal gucken. Euro, US-Dollar habe ich früher viele Jahre lang getradet. Ja. Ja. Können wir ja mal gucken. Gut, dann vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal allzeit gute Trades weiterhin. Und vielen Dank fürs Interesse, für das Dranbleiben. Und ich hoffe, dass jetzt ja, das Ganze nicht zu schnell ging für euch und dass ihr da trotzdem ein bisschen mit folgen könntet. Und vielleicht habt ihr ja auch Anregungen bekommen, wie man gewisse Märkte oder Strukturen gerade im Markt greifen kann. Rein von der Idee her, über dem Hoch, Short, unter dem Tief, vielleicht eher so ein bisschen die Long-Seite. Passt ja zurzeit ganz gut auch im DAX. Genau. In dem Sinne gebe ich zurück an den Nelson, der hat wie immer das letzte Wort und freue mich dann, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bis dahin bleibt mir gesund, allzeit gute Trades und bis dahin, ciao, ciao, euer Heiko. Super, vielen, vielen Dank, Heiko, für das Webinar heute. Der nächste Termin ist am 17. Februar. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Termin und bedanke mich da auch bei allen Teilnehmern fürs Live-Dabeisein und hier auch im Chat aktive mitmachen und wünsche natürlich auch viel Erfolg weiterhin, auch für die restliche Woche. Bleiben Sie gesund und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.